es gibt noch eine Geschichte, wo du, da hattest du Kopfschmerzen oder irgendwas und da hattest du, da hat dir der Arzt ganz viele Spritzen in deine Stirn, in deine Stirn gegeben. Ja? Und dann bist du zum Einkaufen gegangen, ja, nur ganz kurz, weil mir das gerade einfällt, zum Einkaufen gegangen und hast dich auch gewundert, warum dich die Leute alle so anschauen. Ja, das schau mich noch im Einkaufszentrum. Die wird komisch. Warum schauen wir die so blöd an? Dann komme ich heim, schaue im Spiegel, da weiß aus jedem Spritzenlöchlein ist so ein Blutritzer drunter. Wenn du das gewusst hättest, dann hättest wenn du das gewusst hättest, dann hättest du ja so laufen können.